Um 16.25 Uhr hat es für uns alarmiert zu einem Verkehrsunfall mit zwei PKWs mit einem Frontalzusammenstoß. Beim Eintreffen hat sich das Bild bestätigt, sind zwei PKWs hier auf der Bundesstraße frontal ineinander gefahren, leicht versetzt. Beide PKWs lagen im Graben, einer auf dem Dach, einer auf der Seite. Zum Glück die Personen aus dem dachliegenden PKW konnten sich selbst befreien. Die Dame in dem PKW, der auf der Seite lag, kam nicht mehr selbstständig raus, war aber nur eingeschlossen, nicht eingeklemmt. Und die Verletzungsmuster waren sehr, so weit, dass die Leute einfach Glück hatten. Schwierigkeiten bei dem Einsatz, da das tief im Graben lag, der Graben auch noch relativ feucht war, im Graben runterzuarbeiten, da unten im Matsch versunken, war alles etwas schwierig. Wir haben dann das Dach abgeklappt, um die Personen oder die Dame patientenorientiert sicher zu retten. Es war halt, da unten im Graben zu arbeiten, war eine sehr schlammige und sehr glitschige Sache. Also auf ersten Blick hier aussteigen und so sehen, dass da der eine PKW auf dem Dach, einer auf der Seite liegt, das war schon, wir haben mit mehr gerechnet, aber es war wirklich Glück, dass die Leute relativ glimpflich davongekommen sind. Sie kommen jetzt alle ins Krankenhaus zur Untersuchung, aber augenscheinlich waren sie nicht, alle nicht schwer verletzt. Also das erste Gedanke bei sowas ist, oh, das könnte schief gehen. 30 Einsatzkräfte vor Ort mit 5 Fahrzeugen, die Feuerwehr Alsfelder Kernstadt und der Stadtteil Eudorf sind hier mit gewesen. Zusätzlich noch 3 RTWs, ein NEF und die Polizei. Ja,